Sherlock Holmes, die unsterbliche, von Sir Arthur Conan Doyle erfundene Figur, ist alterslos, unbesiegbar und unveränderlich. Auch bei der Lösung bedeutender Probleme der Gegenwart bleibt er für alle Zeit der große Meister folgerichtigen Denkens. Deutscher Rundfunk, wir rufen England. Grüße aus dem Dritten Reich an das Volk von Großbritannien. Hier spricht die Stimme des Terrors, eine Stimme der Wahrheit, die euch das Fürchten gelehrt hat. Es hat keinen Sinn, vor den Tatsachen die Augen zu verschließen. Es geht zu Ende mit England. Der starken, allmächtigen, jeden Widerstand zerschmetternden Kraft des Führers ist keiner gewachsen. Die Bolschewisten nicht und auch nicht das degenerierte Volk der Angelsachsen. Hier spricht die Stimme des Terrors. Ich rufe unseren operativen Agenten Nummer 7. Er hat ganze Arbeit geleistet. Auf den Sekundenbruchteil genau flog eine unterirdische Flugzeugfabrik in die Luft. Gerade in jenem Moment, da ein hoher Offizier aus dem Luftfahrtministerium ein neues Produktionsband einweihen wollte. Hier spricht die Stimme des Terrors. Gut, Agent 41. Die Lunte brennt. Nur noch Augenblicke und Millionen Gallonen Öl werden verbrennen. Am helllichten Tag den Himmel verdunkeln, als sei es finstere Nacht. Und eure Schiffe und eure Panzer sind nur noch Wracks, weil der Treibstoff fehlt. Hier spricht die Stimme des Terrors. Heute Abend gegen 19.10 Uhr hat ein hoher Diplomat in wichtiger Mission in einem kleinen Ort nahe Liverpool einen Zug bestiegen. Er wird nie in London ankommen und Bericht erstatten können. Denn in diesen Minuten, wie von gewaltiger Faust von den Schienen gerissen, wirbelt der Zug durch die Luft. Schwarze Rauchwolken, berstendes Metall, hell lodernde Flammen und über allem die Todesschreie, das Wimmern und Stöhnen der Verwundeten und Sterbenden. Hier spricht die Stimme des Terrors, jeden Abend um die gleiche Zeit. Ich wünsche euch, ihr feigen, folgsamen Engländer, eine unruhige Nacht mit grauenvollen Träumen. Und keine Sorge, schlimmer als die finstersten Träume wird eure Zukunft sein. Terrorkampagne löst Angst und Schrecken aus. Der innere Geheimdienst berät Gegenmaßnahmen. Geheimdienst des Inneren. Trotz einiger Erfolge des inneren Geheimdienstes im Kampf gegen die fünfte Kolonne der Nazis, trotz einiger Effizienz bei der Koordination militärischer Strategien, scheint unsere Abwehr unfähig zu sein, die Stimme des Terrors zum Schweigen zu bringen. Schon 6 schwere Katastrophen hat diese Stimme vorausgesagt. Es ist doch glatt eine Frechheit, wie die schreiben. Höchste Zeit, dem Einhalt zu gebieten. Zum Teufel mit dem Kerl. Es muss doch möglich sein, diese defätistischen Sendungen zu stören. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen dazustimme. Welchen Sinn hätte das? Nun, die Leute müssten sich das nicht dauernd anhören. Ich habe mit Crosby gesprochen, dem Radioexperten. Wenn wir ihn aus dem Äther kriegen wollen, könnte Crosby das hinkriegen. Ich verfolge eine andere Strategie. Ich habe Sherlock Holmes hergebeten. Was? Sherlock Holmes? Dies ist kein Fall für einen Privatdetektiv. Dies ist eine Angelegenheit des Staates. In dieser Notsituation sind die besonderen Fähigkeiten aller Bürger gefragt. Mr. Holmes ist der geschickteste und außergewöhnlichste Privatdetektiv unserer Zeit. Wollen Sie damit andeuten, dass Armee- und Marinegeheimdienst plus Scotland Yard der Lage nicht gewachsen sind, Sir Irwin? Ich bin sicher, dass sie jeder Lage gewachsen sind. Durch gute Arbeit wurden zahlreiche Saboteure unschädlich gemacht und über die Feindbewegung sind wir meist bestens informiert. Aber die Stimme des Terrors scheint alle zu lähmen. Sherlock Holmes hat vielleicht neue Ideen, wie das Problem zu lösen ist. Was innerhalb dieses Hauses geschehen ist, war immer geheim. Außenstehende haben da nichts zu suchen. Ich bin absolut und unwiderruflich dagegen, dass Fremde einbezogen werden, auch nicht Sherlock Holmes. Vielleicht ändern Sie noch Ihre Meinung. Ich kann mir nichts vorstellen, was mich dazu bringen könnte. Prentice hat recht. Für Ermittlungen bei gewöhnlichen Verbrechen ist Holmes hervorragend, aber nicht für diesen Fall. Er ist unorthodox und theatralisch. Ich könnte Ihnen einiges über ihn erzählen. Meine Herren, vielleicht könnte ich selbst etwas Licht in diese Sache bringen. Holmes, wie geht es Ihnen? Nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Guten Tag, Sir Evan. Ihre Karte öffnet alle Türen. Oh, Blause. Du hast ein bisschen zugelegt, seit wir aus der Schule raus sind. Du siehst auch nicht gerade jünger aus, Dimple. Wie geht es dir? Gut, kommen Sie doch näher. Sie kennen diese Herren? Ich denke doch, freut mich. Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Darf ich Ihnen meinen Freund und Partner Dr. Watson vorstellen? Doktor? Angenehm. Nun ja, ich fürchte, ich bin wohl in einem unpassenden Augenblick gekommen. Natürlich nicht. Dieser Herr hier? Admiral Sir John Prentice. Admiral Prentice ist absolut gegen meine Anwesenheit. Wie kommen Sie zu dieser Ansicht? Durch den Teppich. Teppich? Ein Mensch, der vom Stuhl aufsteht und seine Absätze fest in den Teppich bohrt, drückt damit heftigen Widerstand aus. Der Admiral scheint sowohl über kritische Töne in der Presse als auch über meine Mitarbeit sehr verärgert zu sein. Interessant. Und Sie kommen direkt aus Sven Oaks? Ja, natürlich. Ich...
Woher um alles in der Welt wissen Sie? Bitte entschuldigen Sie, wenn ich darauf hinweise, aber an Ihrem linken Schuh haftet eine Sorte Lehm, wie er nur in jenem Landstrich vorkommt. Eine sehr erstaunliche Schlussfolgerung. Elementar, mein lieber Mann. Hier spricht die Stimme des Terrors. Hier spricht die Stimme des Terrors. Das Dritte Reich und der Führer grüßen alle wahren Patrioten Englands. Jetzt, in diesem Augenblick, rast ein Sonderzug durch die Nacht. Er steht in keinem Fahrplan, hält auf keiner Station. Es ist ein militärischer Sondertransport. In wenigen Sekunden wird er in die Luft gesprengt werden. Hört ihr zu, ihr jämmerlicher Haufen selbstsüchtiger, arroganter und unfähiger Kriegsbürokraten, die im sogenannten Rat des Inneren Kriegsreich Unheil anrichten? Sie können davon nichts wissen. Die Zerstörung dieses wichtigen Zuges zeigt euch einmal mehr eure Ohnmacht. Jetzt rast der Zug durch eine Kurve. Die Räder kreischen auf den Schienen, wie der Schrei eines Tieres kurz vor dem Verenden. Das ist der grausame Abschied, der Abschied für immer. Arme englische Jungs, auch das Herz der Deutschen blutet. Wir wollen nicht, dass ihr sinnlos in den Tod getrieben werdet. Nur weil die Agenten des Weltjudentums in eurer Regierung einen sinnlosen Krieg... Ja, Shaw spricht hier. Was macht der Kontakt zum Liverpool Express? Englisches Volk, wie lange soll das noch so weitergehen? Eines Tages werdet ihr alle auf den Knien liegen und den Führer um Gnade anflehen. Wenn auch ihr nicht vorher schon vor die Hunde gegangen seid, wie die unschuldigen jungen Soldaten in dem torpedierten Zug. Und während ihr ratlos zuhört... Schwelgen eure Minister und Generäle in Saus und Braus. Schluss damit! Lassen es sich wohl ergehen. Wann schickt ihr sie endlich zum Teufel? Tun Sie, was Sie können, Holmes. Dieser schrecklichen Geschichte muss ein Ende gemacht werden. Sein Sohn war in dem Zug. Woher konnten Sie von diesem Transport wissen? Er war doch streng geheim gehalten worden. Meine Herren, es ist höchste Zeit, gegen diese Sache etwas zu unternehmen. Ja, und zuerst meine ich, die Stimme sollte aus dem Äther nicht entfernt werden. Aber die Sendungen sind gefährlich. Im ganzen Land werden diese schlimmen Horrormeldungen gehört. Sie demoralisieren die Menschen. Die Welt fängt an, daran zu glauben. Selbst unsere Verbündeten beginnen schon, England abzuschreiben. Die Leute geraten in Panik. Die Briten sind nicht so leicht in Panik zu versetzen. Die Sache so weiterlaufen zu lassen, halte ich für gefährlich. Es ist gefährlich, Captain Shaw. Aber wir müssen weiterhin zuhören. Wozu? Damit wir weiter rätseln können, wer dahinter steckt? Seine Identität ist nicht so wichtig. Wichtig ist, die Quellen und die Wege dieser Terroraktion aufzudecken. Aber wie wollen wir das machen? Ist es nicht schlimm, dass unsere geheimsten Pläne bekannt sind? Schiffe werden zerstört, Züge zum Entgleisen gebracht. Ich bin davon überzeugt, dass diese Katastrophen nur ein Vorspiel sind. Nur Ablenkungsmanöver. Dahinter steckt gewiss ein noch teuflischerer Plan. Und ich will herausfinden, was das für ein Plan ist. Unser Gremium und Scotland Yard werden Ihnen alle Hilfe geben, die Sie benötigen. Ich danke Ihnen. Meine Herren, meine Verbindung zu diesem Fall muss absolut geheim bleiben. Sie verstehen das ja sicher. Aber ja. Sie werden den Rat wissen lassen, und zwar jederzeit, was Sie zu tun gedenken. Ich werde Ihnen jene Informationen zukommen lassen, von denen ich denke, dass man sie herausgeben kann, ohne die Sicherheit zu gefährden, sowohl die öffentliche als auch Ihre eigene. Der Rat für innere Sicherheit hat seine Geheimnisse nie mit jemandem geteilt. Ich verlange, dass Sie uns informieren über Ihre Vorhaben und tatsächlichen Schritte. Kommen Sie, Watson. Mr. Holmes, ich möchte mich entschuldigen für den eher lauwarmen Empfang hier. Ich danke Ihnen, Mr. Evan. An die frostige Atmosphäre höherer Ebenen bin ich gewöhnt. Ich bin sicher, Sie sind sich der Bedeutung dieser Zeit voll bewusst. So ziemlich. Und wir erwarten Resultate. Mr. Lloyd, ich bin ganz sicher, Sie können Mr. Holmes zutrauen, dass er den Fall lösen wird. Er hat nie versagt, wissen Sie. Danke, Watson. Richtiger wäre selten. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Watson. Holmes, wollen wir ein Stück laufen oder ein Taxi nehmen? Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Was? Wissen Sie, Watson, ich habe so das Gefühl, wenn wir aus der Tür kommen, wird draußen ein Mädchen auf uns warten. Ein Mädchen? Wie meinen Sie das? Eine junge Dame, die keiner von uns bisher gesehen hat und die auf uns zukommen wird, um uns zu begrüßen. Holmes, jetzt nehmen Sie mich aber ganz schön auf den Arm. Mr. Holmes, ich bin Neil Grandis. Angenehm. Das ist mein Freund Dr. Watson. Freut mich. Ganz meiner. Ich habe den Auftrag, Sie zu fahren. Das ist aber schön. Gott, steh mir bei. Wohin möchten Sie zuerst? Baker Street. Ich weiß, Nummer 221B. Kommen Sie, Watson. Ein bisschen Tempo, alter Freund. Holmes, sie hatte uns wirklich erwartet. Ist das nicht eine erstaunliche Sache? Elementar, mein lieber Watson. Nein, das ist eine bemerkenswerte Voraussage. Woher um alles auf der Welt ahnten Sie das? Barheim hat es mir gesagt. Hm? Oh.
Keine Sorge, Mrs. Hudson, ich mache ihn nur ein bisschen sauber, wo wir doch nun wieder einen neuen Fall haben. Die Gelenke sind ein wenig angerostet, fast wie bei mir. Hat er wieder einen Verbrecher zu jagen? Einen? Viele. Es ist der größte Fall seiner ganzen Karriere. Das ist es doch jedes Mal. Holmes. Ich sagte Holmes. Ja, was gibt's denn? Was? Wenn Sie mich fragen, ich finde ihn scheußlich. Beethovens Fünfte? Keineswegs, die ist sehr gut. Ronald Hadley hat das Orchester heute gut im Griff. Sie meinen doch nicht das Konzert. Nein. Er ist in großer Gefahr. Der Himmel weiß, was gerade jetzt für furchtbare Dinge geschehen. Und Sie sitzen ruhig hier und hören Radio. Musik ist angenehm und sehr beruhigend. Das hat doch gar nichts zu tun mit unserem... lieber Watson, das könnte eine ganze Menge damit zu tun haben. Oh, wirklich? Da bin ich aber gespannt. BBC Wunschkonzert, hier ist Sherlock Holmes. Ich hätte gerne eine besondere Platte gehört. Würden Sie mir bitte Beethovens Fünfte auflegen, dirigiert von Ronald Hadley? Ich danke Ihnen sehr. Die haben Sie doch gerade gehört. Sie gefällt mir. Hä? Gewünscht wurde Beethovens Fünfte Sinfonie, gespielt vom Londoner Symphonieorchester unter Leitung von Sir Ronald Hadley. Sie hören die Plattenaufzeichnung eines Konzerts. Was soll das Ganze? Hm? Ich habe gesagt, Holmes, wollen Sie nicht... Mr. Holmes. Ja, Gavin. Christopher. Ist er tot? Ja. Es wurde mit großer Wucht hineingestoßen. Watson, das ist eine Warnung. Warnung? Woher wissen Sie das? Ich hatte Gavin losgeschickt, uns gewisse Informationen zu beschaffen. Er muss etwas gefunden haben. Dort im finsteren Londoner East End, draußen in Limehouse. Er kam mit einer Nachricht, von der jemand nicht wollte, dass ich sie höre. Jemand Bestimmtes, der vor Mord nicht zurückschreckt. Was soll man anfangen mit der Warnung vor einer Gefahr, wenn man nicht weiß, wovor oder von wem? Das müssen wir eben herausfinden. Dieses Messer ist eindeutig geworfen worden. Aus einer Entfernung von etwa 15 Metern von einem mittelgroßen Mann. Nun mal langsam, Holmes. Habe ich mir gedacht. Keine Fingerabdrücke. Aber die Entfernung und die Größe des Mörders. Der Winkel des Stichkanals und die Wucht, mit der das Messer Gavin getroffen hat. Aber Holmes, was vermuten Sie, könnte er gemeint haben mit Christopher? Das müssen wir sofort herausfinden. Kommen Sie, Watson. Herein. Oh, Mr. Holmes, ich sah heute so einen Kerl ums Haus schleichen und dachte schon... Verdammt, den hat es ja übel erwischt. Wir sind in Eile. Kümmern Sie sich um ihn, Doc. Gut gemacht, Sir. Wie ist denn das passiert? Ich habe jetzt keine Zeit. Ziehen Sie Ihren Mantel an, Watson. Fahren wir. Nein. Holmes, nicht die Mütze. Ah. Wohin soll's denn gehen? Nach Limehouse. Gefällt mir. Wusste ich, dass es Ihnen hier gefällt. Miss Grandis offenbar auch. Wenn ich mich nicht irre, behält sie uns im Auge. Musik.
ist sie, Miss Grandis. Wir sollten ein bisschen Acht geben, dass ihr nichts passiert. Sie sind Mr. Sherlock Holmes, habe ich recht? Ja. Ich würde an Ihrer Stelle hier nicht weitergehen. Hier ist Limehouse. Solche Kerle wie Sie schätzen wir in der Gegend nicht besonders, wissen Sie? Also eigentlich hat er recht, sollten wir nicht... Was soll das, Watson? Dies ist immer noch ein freies Land. Jedermann kann gehen, wohin er will. Wer danach lebt, wird es bald bereuen. Leben ja, zu bereuen gibt es wohl nichts. Zur Seite. Kommen Sie, Watson. Ein freundlicher Knabe, was? Manche sind ebenso. Was war denn das, Holmes? Keine Sorge, alles in Ordnung. Still. Ich kann nichts sehen. Zu unserem Glück, die anderen auch nicht. Offenbar ist der Feind informiert, dass wir für den Geheimdienst unterwegs sind. Wie kommen Sie darauf? Das Messer. Das Messer, das auch Gavin getötet hat, geworfen von einem ehemaligen Hamburger Hafenarbeiter. Ein deutsches Messer. Die Messerwerfer aus Hamburg sind weltberühmt. Ich meine, Holmes, wäre es nicht besser, wir würden bei Tag wiederkommen? Sicher nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier sicher sind. Im Moment ist niemand auf der Welt sicher, Watson. Und wir am allerwenigsten. Billy, sag bloß, du erkennst mich nicht mehr. Mr. Sherlock Holmes, es ist wirklich besser, Sie gehen gleich. Ich werde es darauf ankommen lassen, also. Ich kann Sie ja nicht rauswerfen, aber... Holst du mir mal Kitty, Gavins Freundin? Seine Frau. Ich möchte sie sprechen. Es ist dringend. Mal sehen. Holmes, dieses Lokal gefällt mir eigentlich nicht so besonders. Ich setze mich mal, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich denke, Sie erkennen mich wieder, Mr. Holmes, wenn Sie mich nur genau genug ansehen. Camperwell. Sie haben ein gutes Gedächtnis, wie ich. Der Carlton-Mord, 32. Natürlich, ich habe Sie überführt. Ich meine, Holmes, meinen Sie nicht, wir sollten lieber... Halten Sie's Maul. 10 lange Jahre habe ich da unten in Dartmoor gesessen und die ganzen 10 Jahre hat mich immer wieder nur ein Gedanke beschäftigt. Nur einer? Nur einer. Eines Tages werde ich hier wieder rauskommen, habe ich mir immer gesagt. Und wenn es soweit ist, eines Tages werde ich Auge in Auge Sherlock Holmes gegenüber sitzen. Das tun Sie ja jetzt. Ja, das tue ich jetzt. Wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass ich es war, der dem Schwein Carlton die Kehle durchgeschnitten hat? Ich verlange jetzt eine Antwort. Sie haben es mir gesagt. Ich? Auf der Fensterbank haben Sie winzige Reste von Asche hinterlassen. Von einer ganz besonders scheußlichen Sorte von Tabak. Jeder wusste, Sie rauchen sowas. Das Messer war von einem Linkshänder frisch geschliffen worden. Sie haben das Verbrechen selbst unterschrieben. Also so war das. Genau so. Sehr unvorsichtig. Unvorsichtig? Unverzeihlich war das! Man hätte mich erschießen sollen! Vielleicht wird man das eines Tages noch tun. Sie können Ihren Revolver wieder wegstecken, Watson. Oh. Also Holmes, man kann ja nie wissen... Wo ist Gavin? Setz dich doch, Kitty. Wo ist er? Sie haben ihn in Schwierigkeiten gebracht. Was haben Sie gemacht mit ihm? Ganz ruhig bleiben, Kitty. Gavin ist tot. Tot? Unmöglich.
Ich war doch vor 2 Stunden noch mit ihm zusammen. Sie wollen mir bloß Angst einjagen. Nein, das will ich nicht, Kitty. Sie waren es. Sie haben ihn umgebracht. Ich habe ihn noch gewarnt, er soll sich mit Ihnen nicht einlassen. Sie würden ihm Unglück bringen. Ich hatte nichts damit zu tun, Kitty. Na, wer denn sonst? Wer hat es getan? Er wurde in meinem Treppenhaus erstochen. Es tut mir leid. Ich stehe tief in seiner Schuld. Bevor er starb, sagte er noch ein Wort. Christopher. Weißt du, was das bedeutet? Ich muss es wissen. Was geht mich das an? Du willst Gavins Tod doch rächen, oder nicht? Ich will damit nichts zu tun haben, auch mit Ihnen nicht. Ich hatte noch nie mit der Polizei zu tun und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Ich bitte Sie nicht um meinetwillen. Unsere Heimat, England, steht auf dem Spiel. Gavin ist nicht von irgendwelchen Schurken ermordet worden, sondern von den Feinden Englands. Also das ist es? Ja, Kitty. Die Nazis brachten ihn um. Hilf mir herauszufinden, was Christopher bedeutet. Und ich verspreche dir, dass Gavins Mörder dafür bezahlen wird. Denk nach, Kitty. Die Blutsauger der Welt quälen uns alle. Du kannst helfen, die Grausamkeiten zu beenden. Ja, du, Kitty. Die Polizei würde Wochen dafür brauchen, vielleicht Monate, um eine wichtige Information herauszubekommen, die uns weiterhelfen könnte. Bei dir und deinen Freunden geht das schneller. Ihr kennt jede Ecke, jeden finsteren Winkel von London. Bitte sie, uns zu helfen. Wir brauchen dringend ihre Hilfe. Deine Freunde werden zu einer Armee. Verstehst du das? Geheim, unsichtbar und mächtig. Und du wirst an ihrer Spitze stehen, Kitty. Du wirst die Anführerin. Grimes, weißt du, was Christopher bedeutet? Duggan, weißt du es? Duggan, hör mir doch zu! Ich habe keine Zeit, dir zuzuhören, Kleine. Aber ihr müsst mir zuhören. Man hat Gavin ermordet. Ich weiß nicht, wer es war, aber ihr müsst mir helfen, es herauszukriegen. In Ordnung. Also, ihr wollt mir nicht helfen. Ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Ja, das tut ihr. Helft ihr mir nicht, helft ihr den Nazis. Jawohl, es ist sicher, dass die Nazis Gavin umgebracht haben. Die sind wohl sogar eure Freunde, so wie ihr sie in Schutz nehmt. Wisst ihr nicht, dass alle Verbrechen, die ihr duldet, euch angelastet werden? Ja, und mit Recht. Und ich hoffe, man wird euch eines Tages aufhängen dafür. Ihr könnt die Nazis haben. Was mich angeht, ich bin Britin und ich bin stolz darauf. Niemand nennt mich ein Nazi, ohne einen aufs Maul zu kriegen. Dann hilf mir doch. Sag mir, was Christopher bedeutet. Keine Ahnung. Verdammt, weiß es denn keiner? Denn was muss es doch bedeuten? Ich müsste mal meinen Schwager fragen. Sprecht doch laut, wenn ihr was wisst, dass alle es hören. Also Christopher sagt mir gar nichts. Wollt ihr euch ein ganzes Leben lang nur in den Ecken herumdrücken, schleicht klammheimlich weg, wenn es gefährlich wird? Seid ihr denn wirklich alle solche Feiglinge? Wovor habt ihr Angst? Ich bitte euch nicht nur für mich. England ist in Gefahr. Euer England genauso wie es Gavins England war. Jeder muss sich darüber klar sein, auf wessen Seite er steht. Es gibt nur eine Seite, England. Egal wie hoch oder niedrig wir stehen. Du und du. Wir gehören doch zusammen und wir haben alle dasselbe Ziel, den Sieg! Verteilt euch über ganz London und findet raus, was Christopher bedeutet. Wir kriegen es raus. Vielen Dank, Kitty. Das haben Sie gut gemacht, meine Liebe. Ja, schau am Apparat. Ja, Miss Grandis. Das deckt sich mit meinem Bericht. Nein, Miss Grandis. Sir Evan ist noch nicht hier. Ja, danke Ihnen. Miss Grandis berichtet, dass Holmes heute im Luftfahrtministerium gewesen ist. Das deckt sich mit meinen Informationen. Letzte Nacht ein Mord. Dann ein Gelage in Limehouse. Ich frage mich, was dieser Kerl... Ich glaube nicht, dass ich über meine Aktivitäten noch berichten muss, meine Herren. Sie dürften bestens informiert sein. Jeder hat seine Methoden, Holmes. Ihnen bleibt nur noch zu sagen, was bisher rausgekommen ist. Alles zu seiner Zeit, Mr. Lloyd. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend, Sir. Was ist los mit Ihnen? Sie sehen blass aus. Oh, es ist nichts weiter. Barham, lassen Sie mir einen Blick drauf werfen, Barham. Oh, es ist wirklich nichts. Nur ein kleiner Unfall.
Was für ein Unfall. Irgendjemand hat auf mich geschossen, gerade als ich das Haus verlassen habe. Man hat auf Sie geschossen? Es ist nur ein Kratzer. Eine verrückte Geschichte. Haben Sie eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Nein, keine Ahnung. Jemand tauchte zwischen den Büschen auf, gerade als ich in meinen Wagen steigen wollte. Schoss einmal und verschwand wieder. Ihre Diagnose, Watson? Schussverletzung. Ich gratuliere Ihnen. Das ist ein Fall für die Polizei. Oh, bitte nein. Ich würde ihn nicht wiedererkennen. Vergessen wir es. Captain Shaw. Hier spricht die Stimme des Terrors. Engländer, wann endlich wollt ihr den Verbrechern in eurer Regierung die Gefolgschaft verweigern? Als heute die Sonne unterging, hätte es ein so schöner Abend werden können. Aber nein. Einwohner von London, schaut aus euren Fenstern. Wir hatten euch diese Katastrophe angekündigt. Der Himmel über eurer Stadt erstrahlt blutrot vom Widerschein einer verheerenden Feuersbrunst. Ein Schmelztiegel des Todes. Unser Agent 20 hat dieses Höllenfeuer entfacht. Es soll euch zur Besinnung bringen. Hier ist die Stimme des Terrors. Das ganze Ostviertel steht in Flammen. Wir Nazis halten unsere Versprechen. Selbst dann, wenn sie Unheil verkünden. Und das verheerende Feuer ist nur der Anfang. Es wird eine grauenvolle Nacht. Einwohner von London, hunderte Bomber werden mit ihren tödlichen Lasten ganze Stadtviertel auslöschen. Eure jämmerliche Luftabwehr ist nicht in der Lage, das zu verhindern. Jagt eure unfähige Regierung endlich zum Teufel! Hier spricht die Stimme des Terrors. Jeder Engländer, der den sinnlosen Widerstand gegen das Dritte Reich aufgibt, erhält vom Führer persönlich ein Geschenk. Die Entscheidung liegt bei euch. Nicht nur die Nahrungsmittel werden immer knapper. Strom- und Wasserversorgung brechen zusammen. Es fehlt immer mehr an Panzern, Geschützen, Flugzeugen, an Munition. Meine Herren, was das bedeutet, ist wohl allen klar. Woher wissen die bloß alle diese Details? Erschreckender exakter Zeitplan, die Präzision. Ganz präzise ist es nicht. Beinahe präzise, würde ich sagen. Wie meinen Sie das? Ich finde den Vorgang exakt. Nein. Das Feuer brach tatsächlich etwas eher aus, als die Stimme dieser Operation in London bekannt gab. Da ist was dran. Und letztens auch das Zugunglück. Captain Shaw ging sofort ans Telefon. Und Scotland Yard war bereits über alles informiert. Die Entgleisung des Zuges war also mindestens 10 Minuten vorher. Das kann natürlich möglich sein. Und wenn es so war, was folgt daraus? Nichts Mysteriöses passiert da, keine plötzlichen Katastrophen. Alles wurde genau geplant, Tage, vielleicht Wochen vorher. Das ist sehr gut überlegt, Holmes. Und bringt uns einen großen Schritt weiter. Nun, meine Herren, lassen Sie uns noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe hier mal die Unterschiede zwischen live gesendeten und aufgezeichneten Programmen notiert. Aufgrund dieses Tests bin ich davon überzeugt, dass die Stimme des Terrors ohne Zweifel aufgezeichnet ist und von einer Platte abgespielt wird. Was beweist das? Es beweist, dass die Stimme des Terrors, also der Mann selbst, nicht in Deutschland ist. Er ist hier, in England. Das darf nicht wahr sein. Ach, doch, Holmes. Ist doch nicht möglich. Unsere Techniker sind sicher, dass die Sendungen in Salzburg ausgestrahlt werden. Das stimmt ja auch. Sie senden Aufzeichnungen, die nach Salzburg geflogen werden. Das ist unmöglich, Holmes. Sie können nicht erwarten, dass irgendjemand das glaubt. Das kann nicht sein. Dank der Royal Air Force habe ich einige recht seltsame Informationen. In unregelmäßigen Abständen kommen 2 Staffeln Nazi-Bomber rüber und werfen ihre tödliche Fracht nicht über militärischem Gebiet ab, sondern auf Wiesen oder Schafweiden. Das ist Unsinn. Die Nazis sind doch keine Schwachköpfe, die ihre Munition verschwenden. Natürlich nicht. Weshalb tun sie es dann? Um uns zu täuschen und davon abzulenken, dass jedes Mal ein Flugzeug die Formation verlässt und verschwindet. Aber wozu das? Meine Herren, das einzelne Flugzeug landet, nimmt Pläne, geheime militärische Informationen und die aufgezeichnete und zeitlich vorausgeplante Stimme des Terrors an Bord und fliegt sie nach Deutschland. Das ist ja kaum zu glauben. Sensationell. Kann ich mir nicht vorstellen. Fantastisch. Mr. Holmes? Ja? Draußen fragt jemand nach Ihnen. Eine Dame? Bitten Sie sie herein. Entschuldigen Sie mich, meine Herren. Meine Herren, ich muss Sie leider... Aber wohin wollen Sie? Das muss ein Geheimnis bleiben, sogar vor diesem Rat. Ich erhebe dagegen Einspruch, Mr. Holmes. Sie sind gegen meinen Wunsch hier und wenn Sie schon hier sind, verlange ich zu wissen, was Sie tun. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, Mr. Lloyd, werde ich diesem Rat zu gegebener Zeit berichten. Ich rate Ihnen, meine Herren, gehen Sie bis zu unserem Wiedersehen und ich hoffe, es findet statt. Keinesfalls unnötige Risiken ein. Wir alle sind in ernster Gefahr. Kommen Sie, Watson. Schon unterwegs. Ihr Stück.
Woher wissen Sie? Von allen ist er am neugierigsten. Na, Mr. Lloyd. Wir haben denselben Weg. Ich will herausfinden, was Sie so tun. Und deshalb verfolgen Sie mich. Das ist unser Geschäft, wissen Sie, genauso gut wie Ihres. In Ordnung. Kommen Sie mit. Hier scheint es zu sein. Nicht sehr einladend. Er ist seit Jahren schon stillgelegt. Kein besonders sicheres Schloss. Zu unserem Glück, finde ich. Zu den alten Christopher Docks. Nie gehört den Namen. Christopher, ich meine, Holmes, ist das nicht das Wort, still, das Kevin... Watson. Oh, tut mir leid. Sie sind beinahe vergessen. Wurden vor fast 200 Jahren gebaut. Guten Abend, meine Herren. Ich habe gewusst, dass Ihre Neugier einmal Ihr Untergang sein würde, Mr. Holmes. Also haben Sie mich erwartet? Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der ganze Rat kommen würde. Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, mich um Sie alle zu kümmern. Leise und wirksam. Am Ende werden wir Sie alle erwischen. Wie auch immer. Mr. Lloyd ist schon mal ein guter Fang und wird uns reichen müssen für den Augenblick. Was haben Sie mit uns vor? Wenn uns die Zeit nicht so drängen würde, gehörten Sie allesamt vor Gericht. Weshalb denn vor Gericht? Verbrechen gegen das Dritte Reich. Mannigfaltige Aktivitäten mit dem Ziel, unseren Sieg zu verhindern. Mr. Lloyd, Ihr britischer Superpatriotismus, Ihre dilettantischen, doch manchmal durchaus wirkungsvollen Geheimdienstoperationen sind uns wohlbekannt. Wir haben eine ziemlich dicke Akte über Sie. Jetzt wird abgerechnet. Dr. Watson. Ein unbescholtener Arzt, ohne Zweifel, aber ein Mann ohne jede Bedeutung. Für unsere bescheidenen britischen Hirne ist jedes Leben von Bedeutung. Eine seltsame Bemerkung über eine seltsame Nation. Wir sind nicht so. Wir wissen, dass allein die Mächtigen wirklich Respekt verdienen. Unsere Stimme des Terrors beweist es. Ihre aufgezeichneten Sendungen sind brillant. Danke. Ihre brillanten Sendungen künden von Habgier, Grausamkeit, Folter, Betrug und von Mord. Von Mord? Gesundheit. Danke. Ist Ihnen kalt? Ein bisschen kühl ist es hier unten schon. Tut mir leid, dass Sie sich nicht wohlfühlen.
Mein Befinden ist ohne Bedeutung. Ihr falscher Heldenmut beeindruckt mich wenig, Mr. Holmes. Sie selbst und Ihre Freunde wissen natürlich längst, dass Sie sterben werden. Wie alle Menschen, früher oder später? Nicht später. Jetzt. Gute Arbeit, Jungs. Mit Vergnügens. Alles in Ordnung. Stellt sie dort in der Mann. Los, los! Raus hier! Los! Entwischt. Verdammt, so ein Pech für uns. Ich mache mir große Vorwürfe. Dazu haben Sie auch allen Grund, Holmes. Wenn Sie nicht so dämlich geheimnisvoll gewesen wären und Scotland Yard eingeschaltet hätten, um Sie zu schützen, wäre der Mann nie entkommen. Nein, das wäre er nicht. Ich bin untröstlich. Gesundheit. Halt, stehen bleiben! Halte das Mädchen auf! Deshalb hier, hm? Also eine Taschendiebin. Sie gehört mir. Gehen Sie nur. Ihre Freunde, die Polizisten, warten bestimmt noch draußen und werden sich freuen. Es gibt kein besseres Versteck in ganz London. Das wird Ihre Nerven beruhigen. Holmes, Ihr Tee ist wieder kalt geworden. Sie haben den ganzen Nachmittag das Ding strapaziert. Fiedeln, während Raum brennt.
Was ist das? General Lawford, Träger höchster Kriegsauszeichnung, und Captain Shaw sind heute in der City. Von einem plötzlich herabstürzenden Balkon beinahe erschlagen worden. Lawford und Shaw unter einem... Holmes, haben Sie nicht gehört? Das war ganz sicher kein Zufall. Gütiger Himmel. Holmes, dieser finster aussehende Kerl, wie hieß er doch? Mead. Es ist einfach zu dumm, dass er entkommen ist. Ja, so schwierig es auch war, es ist mir gelungen, ihn entkommen zu lassen. Sie haben ihn entkommen lassen? Gütiger Gott, Mann. Der wollte uns umbringen. Vielleicht will er das noch. Ich verstehe Sie nicht, Holmes. Meiner Ansicht nach ist dieser üble Mead ein gefährlicher Krimineller, erster Anführer der ganzen Bande. Sie haben absolut recht, Watson. Klar. Bis auf eine Ausnahme. Da bin ich aber gespannt. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass bei jeder dieser Katastrophen ein wichtiger militärischer Plan durchkreuzt? Ja, das ist mir aufgefallen. Jetzt, wo Sie es sagen... Watson, es gibt eine undichte Stelle. Undichte Stelle? Doch nicht etwa im Kriegsrat. Aber Holmes, das ist doch unmöglich. Alles ist möglich, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Mal überlegen, wer alles in Frage käme. Lawford und Shaw, da gibt es wohl keinen Verdacht. Das sind aufrichtige Briten. Das beweist auch das Attentat. Das erfolglos war. Prentice? Soll er seinen eigenen Sohn umgebracht haben? Das ist kaum wahrscheinlich. Und doch ist der Junge tot. Und Barham hat sie erst in diesen Fall hineingezogen. Da darf man ja wohl annehmen, dass er diesen Fall gelöst hat. Äußerst patriotisch von Sir Evan Barham. Er ist ein feiner Kerl, war Flügelstürmer unserer Mannschaft im letzten Semester. Also kann ich für ihn bürgen. Außerdem wurde auch er angegriffen. Jemand hat auf ihn geschossen. Ich registriere das. Wie beurteilen wir Lloyd? Nein, er kann es nicht gewesen sein. Mead wollte nicht nur uns, sondern vor allem ihn umbringen. Außerdem halte ich ihn für einen anständigen Kerl. Ist Ihnen aufgefallen, dass er nicht mit einer Wimper gezuckt hat? Hat gute Nerven. Herein. Mr. Holmes, ich glaube, künftig werden wir an wichtige Informationen von Mr. Mead herankommen. Ihr Plan lief wie geschmiert. Ich wusste, dass du es schaffst. Oh, es geht fast alles, wenn man weiß, was man will. Und ich weiß es. Sei aber vorsichtig. Ich habe gar kein gutes Gefühl, wenn sie wieder zu dem Kerl muss. Oh, ich werde schon aufpassen, keine Sorge. Ich werde mich bestimmt behaupten. Ich bewundere dich, Kitty. Ich habe ihn heute telefonieren hören. Ja? Er sagte, ich werde mich um diese Sven Oaks-Geschichte kümmern. Um 11 Uhr heute Abend. Sven Oaks? Ist das nicht... Warum seinen Landsitz hat. Watson, wir haben keine Minute zu verlieren. Wenn ich herausfinde, dass der Gavin umgebracht hat... Wenn es so ist, wird er bestraft werden. Ich warne dich, keiner ist sicher, solange Mead frei herumläuft. Jetzt ist er hinter Barham. Ja, ich hoffe nur, dass wir noch rechtzeitig da sind. Komm, Kitty, wir rufen dir ein Taxi. Danke, Mr. Holmes. Wollen Sie wirklich alleine rausgehen, Sir? Sie sorgen sich wegen des geflüchteten deutschen Agenten, wie? Er hat gedroht, den gesamten Kriegsrat umzubringen. Hören Sie, mein Lieber, im Schützengraben war das Risiko größer als hier. Haben Sie das vergessen? Das nicht, Sir, aber damals waren wir noch entschieden jünger und es gab nicht sowas wie die Nazis. Ich werde mich zu schützen wissen. Ich verstehe es, Sir. Sie haben Sir Evans sicher schon öfter hier rausgefahren, Miss Brandis. Sehr oft. Er kommt her, wann immer er kann. Er ist für diese Gegend der Luftschutzwache. Es gefällt ihm wohl, sich hier von der Aufregung im Amt zu erholen, was? Ja, es ist sehr schön ruhig hier. Still und abgelegen. Fern von allen Problemen. Ja? Oh, Miss Hill. Ist alles in Ordnung, Smith? Wo ist Sir Evan? Er macht seine Runde, Miss. In welche Richtung? Diese Allee hinunter, Sir. Ich werde ihn holen. Sie bleiben hier. Sie ebenfalls, Watson. Hallo, Barham. Holmes. Was um Himmels Willen machen Sie hier draußen? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wie das? Dieser Mead treibt sich hier in der Gegend herum. Macht es Ihnen was aus, wenn ich Sie begleite? Mir wäre wohl... Keineswegs. Ich schätze Ihre Gesellschaft. Es ist sonst sehr einsam hier draußen, besonders an einem Abend wie diesen. Übrigens, kommen Sie voran bei der Lösung dieses seltsamen Rätsels der schrecklichen Stimme des Terrors? Ja, recht gut sogar. Das Ende ist in Sicht. Wirklich? Könnten Sie mir vielleicht Einzelheiten? Hören Sie? Fliegeralarm. Ja. Sie kommen in unsere Richtung.
Scheint so. Noch höre ich keine Motorengeräusche. Warten Sie mal. Ich höre was. Sehen Sie? Da fliegt einer direkt über uns. Von uns oder Ihres? Ihres. Holmes, der wird doch nicht etwa landen. So ein Schweiß. Das ist eine Kuriermaschine. Ihr Agent muss hier sein, ganz in der Nähe. Schnappen wir uns. Bam! Seien Sie vorsichtig! Sie nicht verstehen, Holmes. Weshalb haben Sie mir nicht geholfen? Fast hätten wir ihn gehabt. Sie sind so ungeduldig, Meine Bar. Geduld ist bald am Ende. Das muss endlich aufhören. Ich dachte, Sie hätten diesen Fall schon Was so gut passiert? Wie gelöst. War das ein Nazi-Flugzeug? Ja, ich habe das ekelhafte Hakenkreuz selbst gesehen. Oh, guter Gott. Ich habe auf ihn geschossen, aber ist leider entkommen. Reed ist leider auch entkommen. Also ich gehe jetzt lieber und mache Meldung. Ich werde Sie begleiten. Kommen Sie, Bemühen Sie sich nicht. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Mein lieber Freund, es bringt nichts, Risiken einzugehen. Ich fürchte, Sie stehen auf der Abschussliste, solange Mieter frei im Fuß ist. Kommen Sie. Da bist du ja. Lässt mich hier einfach die halbe Nacht allein. Denkst du, das gefällt mir? Ich möchte auch mal ausgehen und ein bisschen Spaß haben. Komm, nerv mich nicht. Du hast gesagt, ich könnte bei dir arbeiten. Eines Tages kommst du nach Hause und ich werde nicht mehr da sein. Wohin würdest du gehen? Das ist meine Sache. Vielleicht wartest du mal hier in der nächsten Zeit und ich werde nicht zurückkommen. Du sag doch sowas nicht. Tut mir leid, Kitty. Ich finde, du bist so verändert in letzter Zeit. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Vielleicht ändert sich schon in nächster Zeit manches. Habe ich Autorität und Macht. Brauche mich nicht mehr im Dunkeln zu verstecken. Gebe Befehle, statt sie zu empfangen. Würde dir das gefallen? Ah, du bist betrunken. Betrunken? Ja. Als ich noch klein war, da hatte ich mal einen Traum. Ich trug eine Rüstung. Eine schöne blau-grau schimmernde Rüstung. Ich ritt auf einem Pferd durch die Straßen und die Leute klatschten, jubelten mir zu. Ich ritt über die Körper der vielen Gefallenen, die im Staub lagen tief unter mir. Ihr Blut floss die Gosse entlang wie ein unheimlicher Fluss. Manchmal denke ich, es war kein Traum. Sondern eine Prophezeiung. Was wäre, wenn alles so geschehen würde? Also weißt du, irgendwas muss mit dir passiert sein. Ja, Kitty. Und du wirst es zusammen mit mir erleben. Hol deinen Mantel, beeil dich. Wohin? Haben Sie den Tank voll? Bis oben ran, Sir. Fahren Sie los. Er wird gleich kommen, da bin ich sicher. Es fängt gleich an. Da ist er schon. Sie werden beinahe zu spät. Ich war beim Premierminister in der Downing Street. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Stimme des Terrors, Ihr Lieblingssender aus Salzburg, kommt auch heute in Ihre Häuser, in Ihre Wohnungen. Wir wenden uns diesmal bewusst auch an die höheren Stände mit der Frage, wo ist das schwache England am verwundbarsten? Überlegen Sie mal. Es herrscht Mangel an Nahrungsmitteln. Die Truppenausrüstung ist miserabel. Aber ist Ihnen eigentlich bewusst, dass trotz gegenteiliger Behauptungen Ihre Küsten äußerst schwach befestigt sind? Das trifft besonders auf einen Abschnitt zu.
Uns kann das nur recht sein. Und morgen bei Sonnenaufgang wird die Stimme des Terrors in einer Sondersendung von einem unvorstellbaren Blutbad berichten. Einer Katastrophe an einem Ort, den selbst Militärexperten am wenigsten vermuten. Schalten Sie das an. Und auch diesmal werden. Was kann damit gemeint sein? Eine außergewöhnliche Drohung. Erinnern wir uns. Alle Berichte unserer Dienste der letzten Tage haben außergewöhnliche Aktivitäten des Feindes an der Küste zu Norwegen gezeigt. Das könnte auf einen Angriff auf unsere nordöstliche Küste hindeuten. Dann sollten wir dort alle unsere Kräfte zusammenziehen. Unverzüglich. So könnten wir wirksam Ihre Pläne durchkreuzen. Diesmal müssen wir der Stimme zuvorkommen. Wer weiß, ob sie uns diesmal nicht irreführt. Welche Gegenmaßnahmen schlagen Sie vor? Sie vertrödeln Ihre Zeit, während die Verbrechen weiter andauern. Wir müssen den drohenden Angriff unbedingt verhindern. Sir Evan hat recht. Alle verfügbaren Reserven im Nordosten konzentrieren. Also Truppen von woanders abziehen? Falls notwendig, ja. Entschlossene Aktionen und nichts anderes. Es ist diesmal etwas Seltsames an der Meldung der Stimme. Er sagte morgen. Sonst immer passierte es gleich. Ich frage mich, was das bedeutet. Es ist keine Zeit mehr für lange Überlegungen. Mr. Holmes, Ihre Methoden haben zu nichts geführt. Die Situation hätte Handeln erfordert, aber nichts ist geschehen. Mr. Lloyd, ich denke, ich weiß sehr gut, wann gehandelt werden sollte. Wie auch immer, wir werden jetzt allein entscheiden. Dies ist eine Krise, die Sie eindeutig überfordert. Ein Mann möchte Sie sprechen, Mr. Holmes. Bringen Sie ihn rein. Mr. Holmes, gestern Abend bin ich Kitty nachgefahren und diese Mead. Ja? Sie sind in eine Gegend in der Nähe eines ausgebombten Dorfes an der Küste gefahren. Im Nordosten? Nein, Sir, Süden. Im Süden? Warum kommen Sie damit erst jetzt? Motorschaden, Sir. Eben bin ich angekommen. In Ordnung, danke Ihnen. Warten Sie hier, bis wir Sie rufen. So, an der Südküste also soll das Drama aufgeführt werden. Der Fuchs hat endlich seine Höhle verlassen. Mead hat uns zur Stimme des Terrors geführt. Meine Herren, wir müssen sofort aufbrechen. Sind Sie denn übergeschnappt? Was für eine blöde Fahrt ins Blaue wollen Sie uns dazu? Einfach lächerlich. Es wird Zeit, dass wir zu ernsten Entschlüssen kommen. Barham am Apparat? Ja, selbstverständlich. Wir haben den Auftrag, Mr. Holmes zu begleiten. Mr. Sherlock Holmes. Guten Abend, Sir. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Ausgezeichnet. In der Kirche da oben. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu fühlen. Ja, Sir. In Ordnung. Gehen wir, meine Herren. Scheint sich zu verspäten. Er wird pünktlich hier sein, keine Sorge. Gibt es zu den Befehlen noch irgendwelche Fragen? Schiller? Schiller! Zu Befehl. Sie haben verstanden, welche Aufgabe Sie zu lösen haben? Zu Befehl. Mit der ersten gelandeten Einheit stoße ich nach Liverpool. Ihre Männer werden dort alle strategisch wichtigen Objekte besetzen. Zu Befehl. Alles ist genau abgesprochen. Was ist das? Vor großen Ereignissen wird mancher leicht ein bisschen nervös. Wahrscheinlich schnappen nur ein paar Feldhasen frische Luft. Ich weiß nicht, das klingt anders. Schiller! Zu Befehl. Wolf. Alle Männer sind auf ihren Posten. Keine besonderen Vorkommnisse. Hugo. Nottingham. Wir besetzen im Handstreich alle Fabriken. Keiner wird entkommen. Für unseren Führer werden wir... Stellt sie da drüben auf. Oh, Mr. Holmes, ich hatte schon Angst, Sie werden zu spät kommen. Nun bist du ja in Sicherheit, Kitty. Komm mit, setz dich.
Meine Herren, als Mr. Mead und ich letztens aufeinander trafen, wollte er uns vor Gericht stellen. Mr. Lloyd, Dr. Watson und mich. Nun, Mead, werden Sie vor Gericht stehen. Zuerst etwas zu unserem Treffen hier. Die demonstrative Bedrohung unserer Nordostküste war ein geschicktes Ablenkungsmanöver. Ihre Gruppe ist hier konzentriert worden, um eine Invasionsarmee zu empfangen, die über den Kanal vorstoßen soll. Was? Wieso Invasion? Und wir wollten alle unsere Kräfte im Norden zusammenstellen. Bitte setzen Sie sich einen Moment. Das wird ja immer spannend, was er nun wieder erzählen wird. An der Spitze dieser geheimen Verschwörung stand dieser Mr. Mead. Und seine Unterführer waren vorbereitet, in verschiedene Zentren unseres Landes vorzustoßen und doch die Macht zu übernehmen. Und das werden wir auch, so viel ist sicher. Im Augenblick sieht es für Sie wohl nicht danach aus. Wir sitzen hier fest. Aber die Invasion wird bestimmt auch ohne uns erfolgen. Der Kerl wirft doch Ihnen nur. Bitte haben Sie Geduld. Sie haben mich zu diesem Fall gerufen, um die Stimme des Terrors zu entlarven und den Zweck der Kampagne herauszufinden. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Aber wir kommen der Lösung zügig näher. Meine Herren, die Stimme des Terrors ist hier mitten unter uns in dieser Kirche. Was? Es ist doch nicht etwa Mead. Wer ist es? Mead war meine erste sichere Verbindung zur Stimme des Terrors. Im alten Christopher-Dock habe ich ihm erlaubt, zu entkommen. Und ich bat Kitty, ihn zu beschatten. Als ich über Kitty hörte, dass Mead zur Südküste gefahren ist, um sich mit einer Gruppe seiner Männer zu treffen, da fragte ich mich, warum wohl? Warum ein verwüstetes Fischerdorf am Kanal, wenn doch Schottland der nächste Schauplatz einer Katastrophe sein sollte? Und welchen Sinn sollte es haben, große Mengen an Menschen und Material aus dem Süden abzuziehen für den Schutz Schottlands? Es war eine List, meine Herren. Die Südküste sollte ohne Schutz sein. Eine Täuschung, die der Stimme des Terrors beinahe gelungen wäre. Ich wusste natürlich schon sehr bald, dass die Stimme nur ein Mitglied Ihres erlauchten Stabes sein konnte. Sie wagen anzudeuten, dass einer von uns... Wenn das ein Scherz sein soll, kommt er entschieden zur unrechten Zeit. Deutsche Agenten wussten, dass ich an dem Fall arbeite. Schon kurze Zeit, nachdem Sie mich gerufen hatten. Woher kannten Sie das Geheimnis? Nur einer aus dem Rat konnte Sie informiert haben. Es wurden Anschläge auf unser aller Leben verübt. Aber das Attentat auf ein Mitglied des Rates war offensichtlich vorgetäuscht. Es gab keinerlei Zeugen dafür. Ein Mitglied habe ich in seinem Landhaus besucht. Ich wollte es nicht beschützen, sondern überraschen. Dieser clevere Mann schoss auf ein Kurierflugzeug der Nazis. Aber nicht, um es anzugreifen, sondern um es zu warnen und zu verscheuchen. Sie waren wirklich sehr clever, Sir Evan. Sir Evan? Ich kann das nicht glauben. Sir Evan kann doch mit so einer Sache nichts zu tun haben. Was hat Sir Evan dazu zu sagen? Lassen Sie mich Ihnen gratulieren, Mr. Holmes. Mehr haben Sie zu diesen Anschuldigungen nicht zu sagen? Verrat gab es schon immer, doch das ist unglaublich. Um Verrat geht es hier nicht. Sir Evan Barham ist nicht Sir Evan Barham. Wovon reden Sie da? Im März 1918 war Lieutenant Evan Barham Gefangener in einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Seine verblüffende Ähnlichkeit mit einem gewissen Heinrich von Bock, einem ausgezeichneten jungen Mitarbeiter des deutschen Geheimdienstes, besiegelte sein Schicksal. Eines Morgens wurde er standrechtlich erschossen, kaltblütig ermordet. Dann ist dieser Mann... Er ist Heinrich von Bock, der in den vergangenen 20 Jahren Barhams Rolle gespielt hat. Sie sehen, meine Herren, die Deutschen planen lange im Voraus. Es ist unvorstellbar. Wie konnte das passieren? Evan Barham hatte keine Familie mehr. Die Einzelheiten seines Privatlebens hat von Bock eifrig studiert. Er war 3 Jahre in Oxford und damit der englischen Sprache und der Sitten des Landes absolut mächtig. So, und vielleicht mit Hilfe einer kleinen plastischen Operation. Vor allem aber aufgrund der tatsächlich verblüffenden Ähnlichkeit von Bocks mit Barham gelang die perfekte Täuschung. Sehr clever, Mr. Holmes. Ich muss sagen, Holmes, es verschlägt mir fast die Sprache. Wie kamen Sie dazu, Barham zu verdächtigen? Der echte Sir Evan Barham hatte eine Narbe aus seiner Kindheit. Das ist zwar schon viele Jahrzehnte her, ein Detail doch am Ende entscheidend. Ich begreife das nicht. Es war doch Barham, der darauf bestand, dass Sie den Fall übernehmen. Ein Beispiel von kolossaler Selbstüberschätzung. Da sind wir uns wohl ähnlich, Mr. Holmes. Natürlich holte ich Sie zu dem Fall. Es war mein Ziel, mit Ihnen Katz und Maus zu spielen. Ich wollte sehen, wie Sie scheitern. Sind Sie so naiv zu glauben, unsere kleine Gruppe wäre die gesamte Organisation? Wir verfügen über Kommandos in ganz England, bereit, die Macht zu übernehmen. Das werden Sie nie. Ihre Kommandos werden zur Stunde festgenommen, genau wie Sie. Und Sie meinen, wir wären erledigt? Nein, meine Herren. Aber Ihre Tage sind gezählt. Hören Sie. Über unseren Köpfen fliegen schon Messerschmitz und Stukas, die Vorboten der Invasion. Warum werfen Sie keine Bomben ab? Weshalb hören wir keine Salven der englischen Flugabwehr? Nichts als Schweigen. Unser Täuschungsmanöver war äußerst erfolgreich. Von der Südküste wurden die Truppen ja abgezogen. Bewahren Sie sich Ihre bornierte britische Eitelkeit so gut Sie können. In dieser Stunde der größten Niederlage für Sie. Ihr habt nicht uns gefangen, mein Freund.
Wir werden kurzen Prozess machen mit euch. Halten Sie mich wirklich für so töricht, dass ich den Abzug der Verteidigung von dieser Küste zulassen würde, wegen einer aufgezeichneten Radiostimme? Der Rat ist absichtlich in dem Glauben gelassen worden, wir würden die Verteidigung verlegen. Jetzt versuchen Sie, Ihr Gesicht zu wahren. Sehen Sie. Überzeugen Sie sich selbst. Das sind keine Messerschmitts. Es sind unsere Spitfires und Hurricanes, die von Angriffen auf ihre Invasionsarmee zurückkehren. Bevor sie auslaufen konnten, wurden ihre Schiffe zerstört. Sehen Sie weiter von Burg. Sehen Sie da unten? Truppeneinheiten, Geschütze, Panzer. Wir bereiten nun unsere Invasion vor, die mithelfen wird, diesem Krieg und der Nazi-Herrschaft ein Ende zu setzen, die so viel Leid und Tränen auch über ihr Volk gebracht haben. Wir sollten hören, ob das Radio schon Einzelheiten meldet. Hier spricht die BBC. Wie wir soeben erfahren, ist es gelungen, nahezu alle Nazi-Agenten und Saboteure in ganz England mit einem Schlag unschädlich zu machen. Sie hatten die Katastrophen der Stimme des Terrors geplant und durchgeführt. Von ihnen war der Headsender in Salzburg mit Plattenaufzeichnungen versorgt worden. Höhepunkt der Kampagne sollte eine Invasion Nazi-Deutschlands auf unsere Insel sein. Der Versuch der Stimme des Terrors durch Falschmeldungen, unsere Südküste militärisch zu entblößen, konnte nicht nur vereitelt werden. Zugleich sind unsere Truppenverbände in dieser Stunde zur Gegenoffensive übergegangen. Über Einzelheiten dieses triumphalen Sieges werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Bitte bleiben Sie an Ihren Rundfunkgeräten. Pass auf! Dieses Mädchen verdient unsere tiefste Dankbarkeit. Ein Beispiel an Hingabe und Loyalität. Unser Land kann stolz auf sie sein. Wir werden sie nicht vergessen. Holmes, ich weiß gar nicht, wie wir Ihnen danken sollen. Versuchen Sie es nicht, es ist nicht nötig. Ich komme dann später nach. Ich möchte mich erst noch um Kitty kümmern. Mir gleich, der Kerl ist ein Hochstapler. Barham war ein feiner Junge, er spielt als Flügelstürmer bei uns in der Schule. Ein wunderschöner Morgen ist das, Holmes. Es kommt Ostwind auf, Watson. Nein, das glaube ich nicht. Sieht nach einem warmen Tag aus. Guter alter Watson. Mein einziger Fixpunkt in unruhigen Zeiten. Es kommt trotzdem Ostwind auf. Ein Wind, wie er noch nie in England geblasen hat. Er wird kalt sein und bitter, Watson. Und viele von uns werden ihm wohl nicht standhalten. Aber es wird Gottes eigener Wind sein. Und ein blühendes, besseres, starkes Land wird im Sonnenlicht liegen, wenn der Sturm sich gelegt hat.